Liebe Hörer, diese Sendung können Sie vollständig auf kontrafunk.radio hören. Hier gibt es aus lizenzrechtlichen Gründen nur eine gekürzte Version. Der politische Extremismus in Deutschland ist angestiegen. Und zwar sowohl bei Rechtsextremismus als auch bei Linksextremismus. Die Klimasekte Ende Gelände ist nun auch Verdachtsfall und wird überwacht. Und tatsächlich ist auch bei Frau Faeser endlich angekommen, dass die Gefahr von Islamismus steigt. Nein, doch, oh, würde Louis Dufiné sagen. Für alle anderen im Land ist der aktuelle Verfassungsschutzbericht, der heute in Berlin vorgestellt wurde, keine echte Überraschung. Ich kann Sie aber beruhigen, der Kontrafunk wird noch nicht vom Verfassungsschutz beobachtet, auch wenn wir uns sehr verdient machen mit Regierungskritik in diesem Sender. Wo alle dasselbe denken, wird nicht viel gedacht, formulierte der unvergessliche Karl Valentin. In diesem Sinne leisten wir bei Kontrafunk unseren Beitrag zur Wiederentdeckung des eigenständigen Denkens. Herzlich willkommen in der Sendung Hallo Kontrafunk. Am Mikrofon ist für Sie wieder Birgit Kelle und ich freue mich heute wieder auf Ihre Anrufe bei mir in der Sendung und die Themen, die Sie mir mitbringen. Ob Sie nun über die Ukraine-Friedenskonferenz am Birkenstock in der Schweiz reden wollen, die gar nicht wirklich eine war, über die ersten Schlägereien bei der Fußball-EM oder über die Frage, darf man Deutschlandfahnen am Auto oder am Haus aufhängen oder macht man sich damit verdächtig für den nächsten Verfassungsschutzbericht? Hier sind Sie auf jeden Fall richtig. Jetzt gebe ich Ihnen aber erst einmal die Nummer, mit der Sie hier zu mir ins Studio gelangen. Wie immer die 00800 00900 900 und wie immer auch kostenlos aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Rufen Sie mich an und lassen Sie uns reden über die Themen, die Ihnen gerade auf der Zunge liegen. 00800 00900 900. Wir spielen einmal Musik und sind dann gleich wieder zurück und dann hoffentlich sind Sie am Telefon. Bis gleich. Gar nicht ständig über das Thema Islam reden in dieser Sendung, aber das Thema drängt sich quasi täglich in unsere Nachrichtenlage. Und wir müssen die Zeit nutzen, bevor ich selbst und auch diese Sendung deswegen vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Denn wie man dem Verfassungsschutzbericht entnehmen kann, den unsere Innenministerin und der Präsident des Verfassungsschutzes Thomas Haldewang heute in Berlin vorgestellt haben, ist es typisch für Rechtsextremisten, dass sie eine vermeintlich zunehmende öffentliche Dominanz von Musliminnen und Muslimen anprangern, sowie eine angebliche Islamisierung der Gesellschaft. Und damit bedienen sie natürlich fremdenfeindliche Argumentationsmuster. Islamkritik ist also rechts, schalten Sie jetzt sicherheitshalber den Ton etwas leiser. Denn ich stelle mir gerade laut die Frage, wie lange kann man wohl noch schlicht aus den Nachrichten zitieren hier in dieser Sendung, ohne dass man vom Verfassungsschutz beobachtet wird? Darf ich also doch aussprechen, dass ich es jedenfalls besorgniserregend finde, dass heute eine 15-Jährige tot am Rheinufer gefunden wurde und die Polizei sagt, ich zitiere, es steht der Verdacht im Raum, dass das Ehepaar aus Afghanistan nicht mit dem westlichen Lebensstil des Mädchens einverstanden war und deshalb seinen Tod beschloss. Wobei natürlich ganz wichtig war, mit anzufügen, das Motiv für diesen Mord sei noch unklar. Oder darf ich noch sagen, dass ich es ziemlich beunruhigend finde, dass am letzten Sonntag zum islamischen Opferfest in mehreren Städten Deutschlands Muslime ihre Gebetsteppiche mitten in der Stadt entrollten, wie etwa in Stralsund oder mit 200 Leuten am Elbufer in Dresden, wo man dann Allahu Akbar skandiert. Weil das für mich eben nicht wie eine harmlose Religionsausübung aussieht, sondern eher wie eine Landnahme. Aber wir können natürlich auch die Augen verschließen, wie unser Altpräsident Christian Wulff, der sich mit dem Satz, der Islam gehört zu Deutschland, bestimmt einen goldenen Halbmond verdient hat. Genau dieser Christian Wulff hat nun uns beglückt, wir sollen mit der Aufforderung, wir sollen uns alle den Wecker stellen auf den 4. September 2040, ja, das sind noch 16 Jahre, und dann würden wir laut Wulff 25 Jahre nicht schließen der deutschen Grenzen in allen Medien mit Sondersendungen feiern, wie ein Jubiläum, und die Erfolge unserer Migrationspolitik der offenen Grenzen betrachten.
Herr Wulff, wissen Sie was? Wir nehmen Sie beim Wort. Sie sind dann 80 Jahre alt und wir werden auch beim Kontrafunk dann eine Sondersendung machen. Und ich fürchte, Sie bekommen dann keine Angela Merkel-Gedächtnisplakette, sondern den schwarzen Peter für die dämlichsten Politiker-Zitate seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Und das will angesichts der amtierenden Ampelregierung schon was heißen. Und jetzt freue ich mich auf meine erste Anruferin in der Leitung und frage mal nach, welches Thema haben Sie mitgebracht? Frau Lover, sind Sie in der Leitung? Ja, ich bin da. Hallo. Ja, schön, dass Sie anrufen. Hallo. Ich habe jetzt eigentlich nur einen Spruch auf Lager. Na dann raus damit. Fußball, Bier, vor allem Glücksspiel, erfüllen den Horizont Ihres Geistes. Sie in Schach zu halten, war nicht schwer. George Orwell. Fußball, Bier und was noch? Ich hab's nicht. Fußball, Bier und vor allem Glücksspiel. Glücksspiel. Glücksspiel erfüllten den Horizont Ihres Geistes. Sie in Schach zu halten, war nicht schwer. Das ist ja im Prinzip sowas wie erweitert Brot und Spiele, ne? So. Ja, genau. Genau. Aber das ist jetzt Original George Orwell, wow, aus 1984. Ja. Also, ja. Und das trifft's halt, ne? Mit, egal um welches Thema das es geht. Ja, Brot und Spiele, Maul halten und, oder, nee, füttern. Nee, füttern. Ja, füttern und aber auch beschäftigt, beziehungsweise irgendwie, man muss ja in irgendeiner Form bei Laune gehalten werden. Ich glaube, das trifft's, oder? Ne? Ja, ja, genau. Halt mit positiven Dingen füttern. Was, mhm. Oder vermeintlich positiven Dingen füttern. Aber letztendlich ist das ja jetzt auch. Ja, es wird halt einfach so viel und dann bleibt halt so viel unterm Teppich. Aber das ist ja nichts Neues, das wissen wir ja eh. Wissen Sie, dass ich habe neulich 1984 mir wieder vorgekramt und habe es nochmal gelesen, was ich nur jedem empfehlen kann irgendwie. Das ist erschreckend. Aber was ich total witzig fand, ist irgendwie, Robert Habeck hat ein Vorwort geschrieben zu einer Ausgabe von 1984. Das fand ich schon ziemlich krass. Ja, und das Schlimme ist, dass er es nicht verstanden hat. Ne? Oder zu gut. Also je nachdem. Aber ich dachte, wie passend, dass ausgerechnet Robert Habeck von einer Partei, die gerade versucht, vieles umzusetzen, was George Orwell sich eigentlich als Schreckensszenario ausgedacht hat. Naja, ne? Aber was steht hinten drauf auf dem Roman? Freiheit bedeutet, die Freiheit zu sagen, dass 2 und 2 4 ist. Gilt dies, genau. Ergibt sich alles Übrige von selbst. Das ist doch Habeck. Ja, und da passt das auch in der Tat irgendwie, weil ich stelle mir eben zunehmend auch diese Frage, kann man eigentlich Tatsachen noch aussprechen? Also ist man quasi schon verdächtig, wenn man eigentlich nur beschreibt, was man sieht, ne? Oder sind wir damit quasi schon mit einem Bein im Knast und da wird natürlich abgewiegelt? Aber wenn man sich das genau anschaut. Ist das noch nicht. Also wir haben noch nicht. Einen Rechtsstaat. Ich höre da ein kleines bisschen Zynismus durch. Ne? Ja. Darf ich mal fragen, welches Thema regt Sie denn am meisten auf? Also was macht Ihnen am, ich meine, Sie erzählen mir ja dieses Zitat nicht von ungefähr. Welche Thematik ist die, die Sie am meisten sozusagen beunruhigt? Also am meisten beunruhigt mich die Tatsache, dass das Volk dumm gehalten werden soll. Mhm. Und jetzt ist halt, jetzt haben wir halt den Fußball. Und ich möchte nicht wissen, was da alles im Hintergrund dann alles arrangiert wird. Natürlich zum Wohle des Volkes. Und ja, wobei, man muss ja sagen, dass der Fußball geht im Moment, also ich habe das Gefühl, dass das eher nach hinten los, also im Moment ist noch keine wirkliche Fußballlaune. Also man hat zwar jetzt diese Fußball-EM und eigentlich könnte ein Sommermärchen da sein, aber es ist nicht da, ne? Ja, ja, das habe ich ja auch so faszinierend gefunden, bevor jetzt diese Europameisterschaft begonnen hat, wie durch die öffentlich-rechtlichen Medien gegangen ist. Also die Nationalmannschaft ist schon abhängig von dem Befeuern von der Nation. Also da müssen die Leute schon jetzt alle heiß sein. Weil wenn wir jetzt, also wir, ne, die Nationalmannschaft da jetzt nicht gut unterstützen, dann sind wir wahrscheinlich auch schuld, wenn sie nichts leisten. So habe ich das aufgefasst. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Ich habe eher so das Gefühl, dass der Sport jetzt schon wieder in Deutschland massiv, also dass man versucht, das zu instrumentalisieren. Ich weiß nicht, haben Sie das Eröffnungsspiel gesehen? Ja, natürlich. Das ist ja eh klar.
Ja? Ja, habe ich. Und dieser Kommentator irgendwie im ZDF, irgendwie der, als die Nationalhymne kommen sollte, irgendwie dann noch kommentierte, das ist ja jetzt hier also, um Einigkeit und Recht, Einigkeit und Freiheit und Freiheit und was dann und ganz viel Vielfalt. Her, ne? Und dann Vielfalt, genau. Ne? Und ganz wichtig ja. sei ja Vielfalt. Also man kann ja. sozusagen nicht mal mehr die Nationalhymne unkommentiert singen in diesem Land irgendwie, ohne dass man eine Bedienungsanleitung von einem Kommentator im ZDF bekommt. Irgendwie, dass man das bitte jetzt aber anders verstehen soll, als wie der Text gemeint ist. Also das ist das, was mich so aufregt irgendwie. Ne? Das ist auch schlimm. Das ist sehr schlimm. Was tun wir denn jetzt, Frau Luba? Ja, was tun wir jetzt? Kritisch bleiben. Kritisch genau bleiben. Gucken, Kontrafunk hören. Sowieso. Und, halt einfach aufpassen, was da passiert. Ne? Und dann für sich selbst gucken, was sich gut und schlecht anfühlt. Frau Luba, danke Ihnen, dass Sie angerufen haben. Ganz wichtiger Impuls, weil wir sollen ja auch, wir müssen alle aufmerksam bleiben. Ich gebe jetzt hier Ihnen allen nochmal die Telefonnummer durch, die 00800 00900 900, mit der erreichen Sie mich hier im Studio und ich freue mich, wenn Sie anrufen. Wir spielen jetzt gleich noch einmal Musik und sind dann hoffentlich mit dem nächsten Anrufer gleich wieder bei Ihnen zurück. Bis dann. So, wir sind wieder zurück in der Sendung Hallo Kontrafunk. Am Mikrofon ist Birgit Kelle und ich höre, ich habe Michaela in der Leitung. Hallo Michaela. Ja, wir hatten schon das Vergnügen. Sehr schön. Ja. Was führt Sie heute? Welches Thema führt Sie denn heute in die Sendung? Ja, na, es geht eigentlich immer nur um die Kinder und um unsere Jugend. Ja. Also wenn ich so sehe, was die Ampel für eine hohe kriminelle Energie hat, das wird mir übel, mir wird richtig schlecht. Und wie meinen Sie das genau mit krimineller Energie? Die haben einfach eine kriminelle Energie. Die sind sowas von, also für mich, also wenn ich das höre, wie man über uns redet, also weltweit oder sonst irgendwas. Das ist für mich einfach nur noch eine Demütigung. Das kann ich nicht mehr ertragen. Und dass ich immer meine Kinder irgendwie aufklären muss und beschützen muss. Und also meine Kinder und meine Enkelkinder. Ja. Und ich sehe ja die Zukunft von meinen Enkelkindern. Was sollen die denn dann sein später? Die Sklaven, die dann arbeiten gehen? Oder wie stellen die sich das vor? Ich kann das nicht mehr ertragen. Ich halte ja nun wirklich viel aus und in der DDR habe ich genug erlebt, schlimme Sachen. Aber das toppt es hier nochmal um einiges. Ja. Macht es Ihnen nicht Hoffnung, jetzt zum Beispiel das Ergebnis von der letzten Europawahl, wo man ja sieht, dass einfach auch die Stimmung bei den Wählern ja doch massiv kippt? Ich meine, nicht umsonst weigert sich unsere Ampelregierung, Neuwahlen auszurufen, weil sie genau wissen, irgendwie, sie hätten Mühe, 20% zusammen noch alle irgendwie auf die Beine zu stellen. Ja, das ist schon richtig, aber ich traue diesen Ganzen nicht. Mein Vertrauen ist irgendwie völlig weg. Und wenn ich sehe, Brüssel, das müsste eigentlich erstmal alles weg. Wie weit wollen wir denn noch gehen oder wie weit wollen wir uns das eigentlich noch gefallen lassen? Also die Angst spielt bei mir halt eine Rolle. Nicht, dass ich jetzt Angst habe jetzt um mich oder so. Das ist egal. Also ich bin 63 Jahre alt, mir ist das wurscht, die Piepe. Aber ich habe Enkelkinder und ich möchte, dass die vernünftig leben können. Und ja, das kann ich total nachvollziehen. Ja. Dieses Verstrahlte in den Schulen, dieses Verstrahlte überall, wo du hinhörst, das kann man ja nie ertragen. Das ist für mich utsch. Aber okay, manche können das und wenn ich mein Umfeld sehe, das ist so dieses,
Weil ich sage dann auch immer den Leuten, ich sage, ihr habt eine Verantwortung der nächsten Generation gegenüber. Ihr könnt doch nicht so einfach so tun, als ob nichts ist. Ich sage, das ist so viel und so wichtige Themen halt auch, wie die WHO und Brüssel und so dieses Null-Interesse. Und warum interessieren die sich nicht? Also ist es ihnen einfach alles zu viel? Ist es denen einfach zu viel, sich mit... Ich kann die ja auch verstehen, aber sie wollen jetzt leben und sie sind jetzt auf Rente und sie wollen sich noch ein schönes Leben machen. Und wo ich dann immer sage, nein, ihr macht euch jetzt noch ein schönes Leben, aber was kommt denn danach? Das ist das, was mich, Ich kann das als Mutter durchaus nachvollziehen, weil man denkt eben, ich glaube auch grundsätzlich eigentlich ganz viele Eltern machen sich ja immer Sorgen, dass man sagt, wir selbst schlagen uns hier jetzt noch irgendwie durch, aber was bedeutet das, diese Gesellschaft dann für unsere Kinder? Ne? Wie geht's weiter und wie werden die leben? Wir schlagen uns immer durch, aber vielleicht sollten wir auch vertrauen, dass auch unsere Kinder sich vielleicht besser durchschlagen, als wir es vielleicht vor Augen haben. Ja, ist schon richtig, aber mein ältester Enkel ist jetzt 15, der weiß ja genau, was Sache ist. Der andere ist 7. Aber wussten wir das nicht auch mit 15? Ja, aber der weiß ja genau und er sagt, Mama, Oma, ich kann das nicht mehr ertragen in der Schule. So ein Blödsinn. Und ich muss den Mund halten. Ich sage, musste nicht. Ich sage, ich habe als Kind auch nicht den Mund gehalten. Sag deine Meinung, verdammt nochmal. Ja, aber dann hat er doch schon begriffen irgendwie, dass er auch für sich aufstehen muss. Er hat es begriffen, aber viele begreifen es nicht. Ja, aber ich würde das gerne kurz einwerfen. Wenn man sich anschaut, ich meine, auf linker Seite und bei der Ampelregierung wird jetzt beklagt irgendwie, dass die Jugend gerade nicht mehr grün wählt. Es war ja für viele ein großer Schock, dass offensichtlich die junge Generation gar nicht so ist, wie sie sich das vorgestellt haben, sondern wenn man sich die Wahlergebnisse angeschaut hat und die Wählergruppen, haben ja festgestellt, dass gerade die jungen Leute eben eher konservativ und rechts wählen. Und Die Jugend ist vielleicht gar nicht so verblendet von all diesen Themen, wie uns immer weiß gemacht wird, weil jetzt, sagen wir mal, an den Wahlurnen jedenfalls konnte man sehen, dass die Jugend nicht mit der Ampelregierung geht. Und das finde ich doch, ist doch eigentlich ein gutes Zeichen, ne? Ja, das ist ja auch gut. Aber wir müssen wirklich vorsichtig sein, wenn da nicht langsam ein Riegel vorgeschoben wird. Das wollte ich eigentlich nur loswerden. Ich bin froh. Also, wissen Sie, ich habe einen Fernseher, aber der Fernseher ist nie an. Ich hasse diesen Scheiß, diesen Dreck. Und wenn ich mal anmache, kriege ich gleich einen Magenkrampf. So. Aber das gucken ja auch ganz viele nicht mehr. Also meine Kinder gucken zum Beispiel überhaupt kein Fernsehen mehr. Ne? Wenn ich mal Fernseher anmache, dann heißt es dann immer so, Mama, wie analoges Fernsehen, wer guckt denn sowas noch? Ne? Insofern, es verändert sich so viel. Ich glaube, es ist, vielleicht verändert sich doch noch eine ganze Menge in diesem Land. Und ich finde jedenfalls, diese Europawahl war ein gutes Signal, weil es gezeigt hat, nicht nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern, wachen die Leute doch auf und sagen, es geht so nicht weiter. All das, was uns hier erzählt wird, wollen wir alles nicht mehr. Ne? Ja, Michaela. Gut, ich werde da weiter drauf achten. Ja, halten Sie den Kopf oben. Ich habe gemacht, dass ich also die ganzen Schüler zu mir geholt habe. Wir machen jetzt hier Unterricht, so wie sich das gehört. Fertig. Gut. Alles klar. Michaela, hören Sie weiter schön Kontrafunk? Und rufen Sie gerne auch nochmal bei uns an, aber ich würde ein bisschen hoffnungsvoller in die Zukunft durchaus gucken. Ich höre, ich habe den nächsten Anrufer in der Leitung, Heiner. Heiner, können Sie mich hören? Aber sehr verständlich. Guten Abend, Frau Kelle. Guten Abend. Schön, dass Sie anrufen. Wenn ich mit Ihnen sprechen darf, immer wieder sehr gerne. Ich bin dann ja auch ein Wiederholungstäter, um das so zu sagen. Und die Dame, die gerade eben gesprochen hat, die spricht mir aus dem Herzen. Ja. Kinder habe ich nicht, aber es geht um den Bereich der Wirtschaft. Und wenn ich heute höre, dass wir von Platz 6 in 2017 abgestürzt sind auf 2024, da wird mir doch ein wenig übel. Weil ich möchte einfach mal wissen, wieso das alles hier weiter finanziert werden soll. Mit Fahrradwegen in Peru und Hühnerstellen in China und gendergerechtem Sprech und Solartoiletten in... ich weiß gar nicht mehr wo. Also dieser Irrsinn, man kann sich das gar nicht mehr merken.
Und vor allen Dingen die Krönung ist ganz einfach, wenn dann Frau Trampolina oder Frau Baerbock oder wie diese gerade heißt, eben halt sagt, ich werde Kanzlerin, weil ich habe die Qualitäten gesammelt im Außenministerium, dass ich eben halt weiß, ich weiß, wie es geht. Ja. Und den Mann von den Hüderbauern und sonstigen, der sicherlich Fähigkeiten hat, die ich hier nicht weiter beschreiben möchte. Nein, das ist ja nur die zweite Wahl. Ich bin die erste Wahl. Das erzählt mir jemand mit 11% Stimmenanteil. Sag mal, ja, nicht mehr ganz richtig. Ja, zumindest haben sie ein gesundes Selbstbewusstsein. Ich meine, wir wollen das auch mal positiv betrachten. Ja, aber wenn Sie mal überlegen, wie kurz. Ja, wir waren kurz davor, dass die eigentlich schon Kanzlerin wäre, ne? Ist Ihnen das klar? Natürlich, ja klar, logisch. Ja? Das ist ja gerade, ich habe das Ding, also ich habe diese Meldung gehört, ich weiß nicht, ob es vor 2 oder vor 3 oder vor 4 Tagen gewesen ist. Mir ist die Kaffeetasse quasi aus der Hand gefallen. Mit welcher Berechtigung geht die da hin und sagt, jawohl, jetzt machen wir aber richtig und das ist mein Job. Holla die Waldfee. Selbstbewusstsein ja, aber der Rest Kompetenz. Es geht doch immer mal um Kompetenz. Und wenn in der Wirtschaft ein neuer Job besetzt wird, dann geht es nicht um Ideologie, es geht um schlichte Kompetenz. Und diese ganze Kompetenz, die ist doch nicht vorhanden. Wenn ich mir überlege, Saskia Esken sagt in einer Talkshow, ich bin kein SPD-Wähler, darf ich dazu sagen, nein, wir sind nicht schuld, wir haben die richtige Politik gemacht. Der Wähler ist das Problem. Genau, wir verstehen das einfach falsch. Die haben einfach das nicht richtig verstanden. Die müssen besser geschult werden. Ja, Frau Kelly, Sie haben das Intellekt, mir das zu erklären. Dann möchte ich Sie mal... Na, ich fürchte, also gerade bei einer Frau Baerbock, ich habe das ja auch gesehen, dass sie Kanzlerambitionen hat. Und ich kann mir das nur so erklären. Ich meine, Sie müssen ja auch sehen, die Frau ist Außenministerin, die jettet durch die Welt. Sie wird überall, wird sie natürlich als Außenministerin mit Ehren empfangen. Und ich kann mir das nur so vorstellen, dass sie einfach auch sich in einem Umfeld bewegt, auch mit ihren Mitarbeitern und auch innerhalb der Grünen, wo niemand sie mit der Kritik an ihrer Person belästigt. Und möglicherweise hat sie eine völlig gestörte Selbstwahrnehmung im Vergleich zur Fremdwahrnehmung, weil sie das einfach nicht gespiegelt bekommt von niemandem. Und genau genommen sind ja auch die deutschen Medien immer noch sehr, sehr sanft mit ihr. Man hütet ja die Grünen nach wie vor. Na? Ja, Sie sprachen gerade mit Ehre empfangen. Gut, wenn ich nach China reise und der dritte Bürgermeister oder der zweite Bürgermeister einer Stadt, die einen Flughafen hat, da gibt es mehr davon als hier in Deutschland, begrüßt sie und nicht der Staatspräsident, dann muss ich mir eine Frage stellen. Ja. Und wo war sie dann? Das war noch ein anderes Land, das hatte ich eben noch präsent. Da ist sie eben nur auch von Hilfsarbeitern eben halt in Anführungsstrichen empfangen worden. Ich glaube, es geht nur noch darum, das deutsche Geld zu empfangen, eben halt ein paar Bilder zu produzieren und möglichst schnell wieder weg. Wenn ich mir überlege, die Taliban kriegen 40 Millionen Euro, stelle mir die Frage, für was? Wahrscheinlich auch für Gender oder feministische oder was auch immer, was ja auch alles richtig sein kann. Auf der anderen Seite machen wir keine Rückführungsabkommen für irgendwelche Leute, die sich hier unberechtigt im Land aufhalten. Was ist das für ein Unsinn? Was ist das für ein Unsinn? Ja, aber es ist ja so gewollt. Das ist eben tatsächlich so gewollt, weil Sie sprechen ja was Richtiges an. Wir hätten ja ein unglaubliches Druckmittel in der Hand, das deutsche Geld, um viele Dinge auch möglich zu machen, auch eben gerade die Rückführungen. Für mich persönlich ist es ein totales Rätsel, warum wir gleichzeitig Gelder in ein Land schicken, das dann aber verweigert, seine eigenen Schwerverbrecher zurückzunehmen, die bei uns illegal eingewandert sind. Es wäre sehr, sehr einfach, alleine mit einem Zahlungsstopp hier eine sehr schnelle Regelung herbeizuführen, aber dass das nicht gemacht wird, spricht für mich eben eine eindeutige Sprache. Es ist politisch nicht gewollt. Man könnte ganz viel tun und zwar auch sofort, wenn man es wollte. Aber wir haben ja irgendwie, selbst bei der Einstufung, was sind sichere Herkunftsländer und was nicht, nicht mal dort kann man sich eben darauf einigen, dass selbst Urlaubsländer für Deutsche gelten nicht als sichere Herkunftsländer. Und diese Regierung muss halt weg. Also die wollen das, mit dieser Regierung wird sie nichts, aber wirklich gar nichts ändern. Das ist meine Position da. Ja, da haben Sie durchaus recht, dem stimme ich Ihnen zu. Aber die Frage danach lautet doch ganz einfach, wie sieht's denn aus danach? Herr Merz kuschelt ja schön mit den Grünen eben halt rum.
Eine ganz tolle Idee, also dafür feiere ich ihn eben halt auch. Was ist das für eine unglaubliche Dummheit? Zu meinen, okay, wir werden mit der SPD keine gemeinsame Linie eben halt finden. Mit den Grünen finden wir ja, vielleicht... Sie werden nicht genug Stimmen finden mit der SPD, das ist das Problem. Also wie soll ich sagen, eine gemeinsame Linie werden sie wahrscheinlich finden, aber es wird nicht reichen. Also es wird keine Zweierkombination wahrscheinlich reichen bei der Wahl, es sei denn, es passiert ein Wunder. Sie sprechen gerade ein schönes Wort an, ein Wunder. Ich glaube, ich habe mal viele Jahre in Halle an der Saale gelebt. Ja. Ich grüße die Menschen in dieser Stadt. Das werden die Menschen in Brandenburg hinkriegen, in Brandenburg, in Thüringen und in Sachsen. Mhm. Die werden mal eben Realpolitik machen und dann werden wir mal sehen, wie sich innerhalb von einem Dreivierteljahr viele Dinge ändern. Und das wird entscheidend auch sein für die Bundestagswahl, weil das, was da gerade läuft im Bund, das kann doch auf Dauer nicht gut gehen. Das ist doch politischer und Völker... Das ist doch Selbstmord. Das ist doch Selbstmord einer Nation. Und ich spreche nochmal an, wir sind als Wirtschaftsmacht 2017 abgestürzt von Rang 6 auf Rang 24. Wer das mathematisch nicht rechnen kann, das ist dreimal so schlecht wie vorher. Und man spricht hier von einem grünen Wirtschaftswunder. Na hallo? Das Wirtschaftswunder ist ja unglaublich groß. Na gut, Rheinmetall stellt ja 10.000 Leute ein. Ja, für subventionierten Stahl, glaube ich, ne? Ja, für subventionierten Stahl und dann auch für subventionierten Strom. Da gibt es ein Stahlwerk in Bremen. Da hat der Bremer Senat 500 Millionen angeboten, dass die in Bremen entsprechend bleiben, um wasserstoffbasierten Stahl herzustellen. Mhm. Die haben das Ding mal durchgerechnet, haben dann festgestellt, dass das möglich ist. Aber dass sie dann ihre Weltmarktpreise nicht mehr bekommen. Das Unternehmen wandert ab nach Belgien, glaube ich. Ja. Belgien macht entsprechende Einrichtungen, Energie und sonstige Dinge, damit die nach Belgien gehen. Und die sind wohl kurz davor, in Richtung Belgien zu ziehen und hier in Deutschland ihr Werk zu schließen. Ja. Ihr seid doch alle irrsinnig. Und das ist ja nur ein Beispiel von vielen. Ich bin da absolut bei Ihnen. Ich glaube allerdings auch, dass Sie recht haben, dass die Landtagswahlen, die wir im September in Deutschland haben werden, ganz entscheidend sind und dass die, glaube ich, eine wahrscheinlich, wenn es so bleibt, wie es im Moment aussieht, durchaus ein Erdbeben veranstalten und dass das auch die Stimmungslage auch in Bezug auf die Bundestagswahlen massiv verändern wird. Und ich glaube, dass es gut ist, dass es endlich Bewegung in die politische Landschaft in Deutschland kommt. Frau Wir Kelle, waren zu lange festgefahren. Es muss doch mal einen Ruck geben. Wir waren mal ein Land, wir haben uns wohlgefühlt auf den Straßen, wir haben uns keine Gedanken gemacht, wenn wir auf Straßenfesten gewesen sind, auf größeren Veranstaltungen und auch in Fußballstadien und wo wir uns überall rumgetrieben haben. Mhm. Wie sieht es denn heute aus? Kosten immens. Das ein oder andere. Ich schaue auf die Fennmeile da in Berlin, da zahlen sie für ein Bier auf 0,5 7 Euro. Das ist doch alles nicht mehr normal. Und letztendlich, wir besteuern Luft, um Milliarden nach China zu überweisen. Ich fasse es nicht. Oder auch Millionen nach Indien zu überweisen. Wir überweisen 600 Millionen Entwicklungshilfe, wenn ich das richtig weiß, nach Indien. Die verkaufen uns Erdöl für 1,2 Milliarden, was sie für 800 Millionen eingekauft haben. Sag mal, ja, das ist Marktwirtschaft. Die Inder haben die Marktwirtschaft verstanden, jedenfalls. Und bei uns hat man sie verlernt. Heiner. Ja, Frau Kelle, ich bin. Wir werden das Problem heute nicht mehr lösen, aber. Nee, lass du mich eben noch ein Wort oder einen Satz jemals sagen. Ich letzter bin auch blond, Satz. Aber friedhofsblond und vielen Dank, wieder mit Ihnen gesprochen haben zu dürfen. Ich habe zu danken. Schön, dass Sie dabei waren in der Sendung. Wir spielen jetzt noch einmal Musik und sind dann gleich wieder für Sie da. Ich gebe nochmal die Nummer durch. 00800 00900 900. Rufen Sie mich an. Bis gleich.
So, wir sind wieder zurück in der Sendung Hallo Kontrafunk. Sie hören Birgit Keller am Mikrofon und ich habe einen weiteren Anrufer in der Leitung. Herr Fröhlich. Ja, genau. Guten Abend. Hallo. Bin ich gut zu verstehen oder ist irgendein Problem mit Rückkopplung? Nein, alles gut. Wunderbar, sehr gut. Also wenn Sie, falls Sie Lautsprecher anhaben, ist immer besser, wenn Sie es nicht an Lautsprecher machen, sondern Telefon so in die Hand nehmen. Das ist immer. Ja, ich habe meine Liebste hier neben mir sitzen und die soll das ja mitbekommen. Und sie will mithören. Okay, erzählen Sie mir. Mithören, genau. Wir waren schon mehrfach in der Leitung und wir sind seit Anfang an eigentlich, bis auf wenige Ausnahmen, ständige Mithörer, auch beim Herrn Winter. Schön, das freut mich. Wir waren auch schon mehrfach im Gespräch miteinander und jetzt ist die Situation so, das, was die Michaela, was die vorherigen Anrufe gesagt haben, die haben mir aus der Seele gesprochen. Mhm. Es gibt nichts weiter dazu zu setzen. Ich war heute in einer Apotheke, um Medikamente nachzufragen, ob sie da sind. 2 von 7 sind noch verfügbar. Wow. Und dann sagt die Apothekerin in die Runde, ja, wissen Sie, woran das liegt? Nein, sie hat zu mir gesagt, weißt du, woran das liegt? Weil wir kennen uns. Sie sagt, Deutschland geht den Bach runter. Und ich habe gesagt, hier, man merkt es täglich. Ja. Es gibt nichts mehr hinzuzufügen. Ich bin sehr froh, dass ich mit meiner Denkart und Weise und auch mit der Denkart und Weise unseres Umfeldes hier in unserem Freundeskreis nicht alleine bin. Ja. Wir sind in Deutschland nicht alleine. Auch nicht nur im Osten. Ich komme aus dem Osten. Ich wohne im Westen. Auch hier beginnt eine Veränderung im Denken. Und es muss sich was verändern. Wir müssen auf die Straße. Ich bin mit meiner Liebsten zusammen seit Anfang an der Montagsdemonstrationen auf der Straße. Ja. Wir können nicht aufhören. Wir dürfen nicht aufhören. Wir waren in unserer 16.000 Seelenstadt mal 400 Leute. Heute sind wir im Durchschnitt 10. Wow. Warum begreifen die Leute nicht, was hier in Deutschland abgeht? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, dass viele auch müde sind. Ich glaube, dass viele auch sich schon lange von diesen ganzen politischen Prozessen verabschiedet haben, dass sie einfach müde sind, überfordert sind, auch mit vielem, dass man sich gar nicht mehr mit befassen will und ja. dass die einfach ihren Job machen und sagen, und dann möchte ich einfach nur meinen Feierabend haben und ich möchte diese ganzen Debatten alle gar nicht hören. Das ist natürlich kurz gegriffen, aber ich glaube, dass wirklich es ist anstrengend. Freiheit ist anstrengend, ne? Ja, das ist das große Problem. Absolut richtig. Das ist das große Problem. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin sehr froh und ich möchte die alle grüßen. Ja, die genauso denken wie wir. Aber es ist doch gut, dass Sie sagen ja selbst auch, dass es ist ja gut, Sie finden ja auch Leute, die Gleichgesinnte sind. Ja, wir werden schon, wie wir, ich glaube, es ist eine Parallelgesellschaft entstanden. Haben wir noch zu viel Zeit? Ja. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ja, erzählen Sie mir. Okay. Ich habe aus Verlegenheit musste ich in der DDR 1980 Maler lernen. Ja. Und plötzlich mussten wir in einer Hauruck-Aktion einen Straßenzug von Häusern bis in den 3. Stock frisch malen. Es wurden Gerüste ausgestellt, es wurde zack, 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 zack. Es gab Prämien ohne Ende. Wir wurden auch alle fertig. Was war das Ende vom Lied? Erich Honecker fuhr durch. Ja. Er hat nicht gesehen, wie die Häuser davor aussahen. Ja. Er hat die frisch sanierten neuen Häuser gesehen. In Aue, im Erzgebirge. In einer grauen Stadt. Das heißt, man hat im Prinzip auch den Mächtigen etwas vorgespielt. Eine Show vorgemacht. Mhm. Und dieser Regierung wird auch eine Show vorgemacht. Allerdings nicht von den Volksbeauftragten, sondern von anderen Mächten.
Und wir leiden unter diesen Hampelmännern. Aber nicht mehr lange. So, davon bin ich auch überzeugt. Das ist doch ein gutes Schlusswort, Herr Fröhlich. Bin aber auch sehr, sehr hoffnungsvoll. Ja. Ich bin da auch sehr hoffnungsvoll. Und dass wir vielleicht diese ganzen Potemkinschen Dörfer, von denen Sie gerade ja auch gesprochen haben, wie sie früher aufgebaut wurden, wieder einreißen. Ich habe doch einen Anrufer in der Leitung. Herr Siewert. Frau Kelle. Hallo. Herr Siewert, hallo. Sie sind mein letzter Anrufer, quasi sozusagen, der allerletzte. Hm? Ganz kurz, ich muss ein Zitat, was wir ja alle kennen wahrscheinlich, von Horst Seehofer so als Resümee mal hervorholen. Der sagte, die gewählt werden, entscheiden nicht und die entscheiden werden nicht gewählt. Und unsere, er sprach von Ursula von der Leyen. Bitte? Er sprach von Ursula von der Leyen. Ja, und insgesamt, wissen Sie, das ist ja eine Aussage eines deutschen Innenministers. Und Wissen macht etwas. Wissen ist ja Macht und Wissen macht etwas. Man muss auch die Geschichte verfolgen, um solche Entwicklungen beurteilen zu können. Und wir haben ja einen Krieg verloren in Europa. Und dieser schreckliche Krieg in Europa hat eine Supermacht generiert, die nach Weltherrschaft strebt. Und die geht da grandios mit allen Mitteln, hauptsächlich mit Krieg und Rüstung, über diese Welt. Mhm. Und man kann unser System, also die ganzen, ein System, ein autoritäres System ist ja auch, das ist ja auch richtig, wenn der Kopf vernünftig ist, soll der Leib folgen, dann ist alles gut. Aber wenn der Kopf nur noch aus Marionetten besteht, so, man kann das ja gar nicht mehr anders beschreiben, also man kann niemandem da persönlich zu nahe treten, die werden einfach instrumentalisiert und sie merken es nicht und sie haben auch nicht die Courage zu sagen, du, wir lassen das, wir kündigen, wir machen da nicht mehr mit. Macht euren Scheiß alleine. Also die lassen sich halt einfach spielen und die Fäden, also die hat ja jemand in der Hand und wir hätten also ohne solche Regie auch keinen Krieg in Europa. Das ist gewollt, das wird instrumentalisiert, das wird finanziert und wir werden dazu benutzt. Und das muss man einfach, wie man das ändern kann, das ist das große Problem. Also das ist ja, es geht ja gar nicht mehr schlimmer fast und das hilft uns alles nichts. Aber es ist natürlich erschreckend, dass so wenig Menschen sich informieren und auch, dass dieses Wissen, also dass das so laufen kann. Ne? Erschütternd. Muss man einfach so sagen. Ne? Das stimmt. Wobei ich mir ja manchmal irgendwie, wenn ich mir manche Leute anschaue, manchmal bin ich ganz froh, dass nicht alle zur Wahl gehen. Also, weil bei manchen ist man dankbar irgendwie, dass sie sich am politischen Prozess nicht beteiligen. Andererseits denke ich, insgesamt wird es immer jedem Land gut tun, wenn die Bürger mehr dabei sind. Ich glaube, das, was die Leute so frustriert, ist, dass man das Gefühl hat immer, dass man, egal was man, dass man eh nichts ausrichten kann. Also dieses Grundgefühl, dass egal, was wir sagen oder egal, auch wenn man demonstriert oder wie man wählt, dass sich halt in den letzten, sagen wir mal, 16 Jahren, fast 20 Jahren kaum immer irgendwas geändert hat. Das ist vielleicht auch dieser Frust. Die Realität spiegelt uns ja leider, dass zum Beispiel so Aktivisten für jetzt durch Corona Ärzte, die im Gefängnis gesessen haben oder der Michael Ballweg, der so eine Demokratiebewegung organisiert hat und solche Leute im Gefängnis sitzen, dann stehen da bei so einer Demo für ihn 2000 Leute in einem 90-Millionen-Volk. Und da fragt man sich, wo sind die anderen? Und warum, das ist ja nicht nur menschliches Unvermögen, sondern das ist eben tatsächlich... Ja, das ist wirklich, der Kontrafunk hat da noch viel zu tun. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwie, was die richtige Medizin ist, aber die Menschen sind halt auch schwer zu erreichen scheinbar, beziehungsweise die andere Seite hat sie irgendwie in ihrer Blase. Ja, ich glaube ehrlich gesagt eher an die Bequemlichkeit der Menschen. Also ich erlebe einfach viele Leute, die sich einfach schlicht für nichts mehr interessieren. Außer irgendwie ihr persönliches Leben. Und ich glaube, bei der Corona-Zeit und bei der Aufarbeitung und auch der Frage, irgendwie müsste man jetzt hier eigentlich nicht die ganzen Ärzte rehabilitieren und die ganzen Leute, die protestiert haben. Ich glaube, da kommt noch was ganz anderes hinzu. Nämlich vielleicht auch, dass sich ganz viele, ja, alle müssten eingestehen, alle, die mitgemacht haben, müssten eingestehen, dass sie falsch lagen.
dass sie sich geirrt haben, dass sie unberechtigt ihre Familienmitglieder, Freunde und Kollegen beschimpft haben und so weiter. Und das ist ja auch sehr beschämend für jeden persönlich irgendwie, wenn man sich das eingestehen müsste, dass man eigentlich zu Unrecht gehandelt hat über einen langen Zeitraum. Und das will eigentlich niemand. Und deswegen, ne, diese Aufarbeitung und ne, wäre nur möglich, wenn man auch eingesteht, dass man massive Fehler gemacht hat. Wissen Sie, wenn ich einen Satz noch sagen darf, wir waren hier in Corona in Kiel, da gab es dann so ein paar hundert Menschen, die diese Maßnahmen durch eine Demonstrationszug kritisiert haben. Die wurden von hunderten Polizisten begleitet mit massiven, also man hatte das Gefühl, Putin und Trump sind dabei, so viel Staatsschutz. Man fragte sich, schützt die Polizei jetzt Kiel vor diesen Menschen oder muss die Polizei die Menschen vor Kiel schützen? Und was wissen Sie, was das Groteske ist? Wie können diese Polizisten so ein Theater mitmachen? Sind die alle was haben die am Grundgesetz gelernt? Die werden doch ausgebildet. Wie können die so etwas mitmachen? Aber das ist halt die Oberhoheit, hat halt jemand über die Medien, über die Politik. Da ist halt eine Macht, die das kontrolliert und da sind wir eben die Underdogs. Das ist einfach so. Da brechen wir nicht so einfach durch. Wir versuchen es, Herr Sievert. Wir versuchen es. Das war jetzt ein gutes Schlusswort, aber unsere Sendung ist jetzt vorbei. Wir haben schon wieder 60 Minuten hier rum. Es geht immer schneller vorbei, als wir irgendwie alle Themen unterbekommen können. Ich danke ganz herzlich allen, die angerufen haben, auch heute Abend wieder in der Sendung. Und ein Dank geht natürlich auch an meine lieben Kollegen im Hintergrund. Wie immer Thomas Hoffmann und Jörg Reinke in der Technik und in der Regie Oliver Höhn. Am Mikrofon war für Sie Ihre Birgit Kelle. Kommen Sie wieder zurück in meine Sendung in 2 Wochen. Wir hören uns wieder. Bis dann. Tschüss. Wir versorgen Sie täglich mit Informationen frei von Lügen, Humbug und Gedudel. Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende oder abonnieren Sie den Kontrafunk-Rundfunkbeitrag. www.kontrafunk.radio